Kia ora! Es ist Mitte Februar, der Bitcoin kratzt an den 50.000 US-Dollar und ein Freund von mir hat mir gestern gesagt, ja, nee, ich weiß jetzt noch nicht, Bitcoin kaufen, ich habe da so ein Gefühl, das ist ja jetzt schon so stark gestiegen, ich kaufe lieber irgendwas, was jetzt noch nicht so stark gestiegen ist. Ich finde, das ist ein sehr schwaches Argument. Bauchgefühl ist geil bei Milchprodukten. Hör auf dein Bauchgefühl bei Milchprodukten. Wenn du überlegst, eine Beziehung zu beginnen oder zu beenden, hör auf dein Bauchgefühl. Coole Sache, so ein Bauchgefühl. Bei Finanzentscheidungen, finde ich allerdings, gibt es bessere Sachen. Elon Musk hat zum Beispiel jetzt gerade offenbart, er bzw. seine Firma Tesla ist jetzt in Bitcoin eingestiegen. Und ganz ehrlich, die haben das nicht aufgrund von Bauchgefühl gemacht, sondern die haben Analysen gemacht. Da gab es ganz viele Leute, die sich damit beschäftigt haben. Die haben das überlegt, was sind die Risiken, was ist das Potenzial nach oben, was ist unsere Erwartung, Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet, wohin kann das gehen und so weiter und so fort. Die haben sich mehrere Leute mit beschäftigt, tagelang, wochenlang und haben alles auseinandergenommen. Und dann haben die 1,5 Billionen Dollar da reingeschoben. Jetzt überleg mal, auf der einen Seite steht sozusagen der reichste Mann der Welt und das Imperium, was er jetzt gerade aufbaut und die sagen, wir haben da massiv viel Arbeit in die Analyse reingesteckt und wir kommen zum Schluss, einen kleinen Teil unseres Nettovermögens stecken wir in Bitcoin rein. Und auf der anderen Seite steht jemand, der gerade überlegt, sich mit Bitcoin oder mit Kryptos an sich mal zu beschäftigen und ein Bauchgefühl hat. Also die Entscheidung würde mir da recht einfach fallen, auf welche Seite ich mich positionieren würde. Vielleicht kannst du ja mal überlegen, wie du das machen würdest. Also Bauchgefühl ist eine geile Sache, aber bei Sachen, die man rational greifen kann, ist das vielleicht eher nicht so der Fall. Natürlich kannst du auch deine Milchprodukte ins Labor schicken und untersuchen und dann wissenschaftlich feststellen, ja, die Milch ist jetzt schlecht geworden. Es reicht aber eigentlich auch, dran zu riechen und zu sagen, es ist schimmelig oder es ist umgekippt. Bei Finanzprodukten geht das nicht. Im Bitcoin kannst du nicht riechen. So, da hilft dir dein Bauchgefühl auch nicht. Jetzt überlegen wir mal kurz. Massenadaption, erster Punkt. Könnte sein, es dauert eine gewisse Zeitspanne, bis man 10% der Leute erreicht hat, die sich dann für irgendwas interessieren. Dann dauert das nochmal die gleiche Zeitspanne, um von 10 auf 90% hochzukommen. Und die letzten 10% sind wieder ganz schwer zu erreichen. Es gibt immer Leute, die bleiben außen vor. Es gibt Leute, die werden das nie verstehen. Es gibt Leute, die haben die technischen Fähigkeiten. Auch dann nicht, wenn es sehr, sehr einfach zu sein scheint. Also ein paar müssen immer rausfallen. Ganz am Anfang dauert es lange, bis man erstmal auf 10% kommt. Wir laufen jetzt langsam in die Richtung. Und dann kann es sein, wenn es jetzt vielleicht 13, 14, 15 Jahre dauert, bis wir auf 10% sind, dass es dann wieder 14, 15 Jahre dauert, bis wir von 10 auf 90% kommen. Ein Netzwerk lebt davon, wie viele Leute mitmachen. Und der Wert des Netzwerks, in dem Fall von Bitcoin, wird auch dementsprechend steigen, wie viele Leute da mitmachen. Und wenn jetzt wirklich innerhalb von anderthalb Jahrzehnten sich das nochmal verneunfacht, die Anzahl der Nutzer, dann würde der Wert auch massiv steigen. Es gibt aber noch andere Ideen dazu natürlich, wie man das ausrechnen kann. Stock-to-Flow-Model ist definitiv eine Sache, die man sich dabei mal angucken kann. Da hat also ein anonymer Twitter-User aus den Niederlanden ein Modell halt vorgestellt, bei dem er vergleicht, wie viele Bitcoins oder Einheiten sind schon im Umlauf und wie viele kommen neu dazu und das Verhältnis dazu. Daraus kann man halt eine gewisse Ableitung machen, wie halt der Anstieg sein könnte. Das hat er vor ein paar Jahren rausgebracht und bis jetzt ist es so, dass das Modell sehr, sehr, sehr gut den Preis vorhergesagt hat. Das kann sein, dass es in der Zukunft das nicht mehr so gut ist. Das kann aber auch sein, dass es in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 20 Jahren auch noch gut funktionieren wird. Auch eine Möglichkeit, worauf man mal gucken könnte. Wie einfach ist das Bitcoin überhaupt zu benutzen? Jetzt ist gerade eben diese Woche rausgekommen, Mastercard investiert in Bitcoin. PayPal ist schon länger drin. Visa macht ein Crypto-Pilot. Das heißt, die Großen, die jetzt gerade die Infrastruktur überrollt haben in den letzten 20, 30 Jahren, die stecken jetzt ganz viel Kapazität auch in den Bereich Kryptos. Es kann sein, dass wir demnächst unsere Karte zücken und anstatt damit Euro halt mit Bitcoin zahlen können oder mit was auch immer das halt gebackt ist. Es gibt also ganz viele Dinge, an denen man das festmachen kann, dass jetzt gerade die Welle richtig anläuft und dass du jetzt immer noch nicht zu spät bist, um in Bitcoin einzusteigen. Deswegen bitte, bitte beschäftige dich damit jetzt im Jahr 2021 und nicht das nochmal Jahre vor sich herschieben. Viel Erfolg.